Schick mir mal irgendwelche Lakaien entgegen, die mehr herausfordern. Mann, doch. Oder lass mich eine Runde Blackjack spielen. Blackjack und Nutten. Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Some Batman Arkham Origins. Immer noch auf der Final Offer, dem Schiff des Pinguins, ja. Wohnt er nicht mehr im Museum. Oder besser gesagt, noch nicht. Kommt ja in der Geschichte danach. Aber trotzdem sieht sie irgendwie altertümlich aus. Hat da wohl ein Faible für. Na egal, jedenfalls haben wir da drei Leutchens. Einer davon bewaffnet. Das ist sehr, sehr suboptimal. Aber ich würde fast sagen, wir können ihm doch die Waffe abziehen, oder nicht? Einmal hier mit der Batclaw. Komm. Nein. Oder? Klatsch. Betäubt. Ah, doch nicht. So ein Mist. Egal, komm, dir box ich die Knarre aus der Hand. So. Aua. Nein, ich hab doch gekontert. So, nach. Irgendwie scheint das hier auf dem engen Raum nicht ganz möglich zu sein. Halt du mal still hier. Deine Mutter hält still. So. Aua. Alfred, ich bin mit einem der Killer zusammengestoßen. Lester Buczynski. Der Elektrocutioner. Geht's Ihnen gut? Ja, aber er konnte entkommen. Seine Handschuhe senden einen starken elektromagnetischen Impuls aus. Wenn du das Signal isolierst, kann ich ihn aufspüren. Ich mache mich an die Arbeit. Was werden Sie nun tun? Ich bin auf dem Weg zum Casino der Final Offer. Pinguins Assistentin wird mich zu ihrem Boss bringen müssen. Mhm. Pinguins Assistentin, so, so. Da hat der Pinguin sich auch mal so ein Mädel angeschafft, ja. So, was verbessern wir denn? Können wir vielleicht irgendwie in dieser Nahkampfsparte was verbessern, was unser Leben erhöht? Oder zumindest besser schützt? Kampfpanzer, ich wollte gerade sagen. Ja, da haben wir halt eben nicht nur Sachen, die unseren Nahkampf verbessern und sonstiges, sondern diese Rüstungsangelegenheiten, das wäre mal eine gute Idee. Der Anzug erhält 25% Widerstand gegen direkte Nahkampfangriffe. Siehste. Das ist eigentlich das, was ich mir gerade so gewünscht habe. Warum habe ich das nicht eher aktiviert? Weil ich dachte, tarnen und täuschen ist cooler. Ja. Normalerweise ist das auch so. Zumindest für mich so. Aber ich habe ja schon ein paar Mal beobachtet jetzt, wie unser Leben sich leider ganz kritisch gegen Ende geneigt hat. Und das gefiel mir nicht. So ganz und gar nicht. Ist jetzt halt nur die Frage, was wollen wir hier eigentlich? Da habe ich schon wieder sowas im Auge mit dem Strom da oben, ja. Das hat doch auch wieder was zu bedeuten hier. Da muss ich doch den Batarang durchwerfen und dann irgendwas aktivieren hier. Aber was? Aber was? Wo ist dann die nächste Tür? Keine Tür, sondern da hinten ein schmaler Gang. Das heißt vielleicht wieder ein Luftschacht oder so. Wir schauen mal kurz. Wo war das? Hier? Nee. Gar nicht wahr. Aber trotzdem haben wir da so eine Decke, die wir einreißen können. Guck mal, hau ruck! Rupp die Scheiße auf da. Autsch. Das hätte jedem anderen wehgetan. Batman nicht. Mein Anzug ist aus Titan. Hört ihr das? Cool. Weihnachtsstimmung. Yay! Jingle Bells, Jingle Bells, la 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 la. Beeindruckt mich aber wenig. So, was haben wir hier? Ah, guck mal, guck mal, guck mal. Ein geschlossenes Datenpaket. Na, wenn das nicht nach diesem Teil da unten riecht. So, das lasse ich jetzt aber nicht liegen hier. Das werde ich kurz mal mitnehmen. Bitte entschuldigt mich, ich weiß, ich habe hier schon einiges an Zeit vertrödelt, aber das können wir nicht so liegen lassen. Da müssen wir ganz kurz mal was machen. Bremsen. So, dass wir das ein bisschen langsamer und kontrollierter haben hier. Und dann geradewegs in den Kasten reinsteuern. Bzzzt. Ne? Und ich hoffe, das ist nicht zeitgesteuert und bleibt offen, das Ding. Sonst würde ich das verfluchen hier. Aber nein. Da ist es. Datenpaket. Wie 1 von 10. Ich habe doch schon eins gesammelt im letzten Part.
Oder in diesem, oder ich weiß nicht. Ach egal, was soll's. Dann lassen wir hoffen. Vielleicht finden wir hier den Pinguin, vielleicht Tracy, vielleicht nochmal den Buczynski. Der mich so ein bisschen vom Namen her erinnert an Kaczynski. Ivan Kaczynski. Nur falls ihr nicht wisst, wer das ist, guckt euch mal Karate Tiger an. So. Was ist mit ihm nicht richtig? Er hängt so ein bisschen hier rum, aber warum? Unbekannt? Verstorben. Oje. Ja, man soll nicht so über Kopf hängen. Nach einer halben Stunde wird man bewusstlos und stirbt oder so. Keine Ahnung. Weil wegen Blut fließt in den Kopf und kann da nicht wieder hoch. Ihr wisst, was ich meine. Also probiert das nicht zu Hause, Kids. Gotham City's Bar and Nightclub. Yeah, Nightclub. Vielleicht kommen hier dann endlich mal die Stripperinnen an den Start. Oder auch nicht. Das Casino. Pinguins Assistentin muss hier sein. Sie wird mir sagen, wo ich Cobblepots Büro finde. Aha. Ich weiß doch schon, wo ich Cobblepots Büro finde. Das finde ich hier unten, aber ich kann leider nicht durch die Tür. Weil sie zu ist, weil es da keinen Weg hin gibt. Ja. Und so eine Scheiße. Ui. Das sieht aber schick aus. Nein! Nicht entdecken lassen. Drei Gegner, einer ist bewaffnet. Ach, okay, sind nur drei. Ich denke, du solltest die Schnauze halten und das Geld einpacken. Aber es ist so viel. Wird doch keiner merken, wenn ich mein Weihnachtsgeld. Hast du von dem letzten. Klappbautsch, Tritt ins Kreuz. Klatsch, klatsch. Klatsch. Banz! Au, au, au. Kopf auf die Tischkante. Kopf meets Tischplatte. Zack. Wie Boden auffischen. Mit wem? Mit dir wische ich den Boden auf. So. Ach Teufel, nein! Das ist mein Friede auf Erden. Wir Friede auf Erden. Ja, gibt's aber nicht für euch. Ihr wollt mir schließlich ans Leder. Was haben wir hier? Einstellen? LR? Du willst mir also so richtig auf den Zeiger gehen. Oh. Mr. Cobblepot empfängt gerade niemanden und ich lasse dich bestimmt nicht sehen. Ja. Oh. Mach dich gefälligst vom Acker. Mach dich vom Acker, du Facker. Wieder Messertypen. Sowas Blödes. Poliert ihm die Fresse, ja. Huch. Wie viele Leute habe ich denn hier zum Boxen? Komm schon, Jungs. Beeindruck mich. Knack. Epp. Autsch. Nein, nicht Autsch. Okay. Der hüpft hier richtig von A nach B. Durch die Bresche. Yeah. In die Fresse, ihr Schlappi. In die Fresse. Klatsch. Das hat sicher wehgetan. Das war ein Kombo ausschalten. Ja, ich hab's hingekriegt. Glaube ich zumindest. Ja. Da kannst du mal sehen, liebe Tracy. Genau, was der Doktor sagt. Zack, zack. So. Hat nicht geklappt, gell? Mit dem Messern. So. Ich schlaf auch gleich ein. Bring mir mal irgendwas, was mehr. Das Büro scheint mit dem Theater verbunden zu sein. Ja. Und Eintritt erhält man über das Sicherheitsbüro. Mhm. Schick mir mal irgendwelche Lakaien entgegen, die mehr herausfordern. Mann, du. Oder lass mich eine Runde Blackjack spielen. Blackjack und Nutten. Oh, kaum sagt man was von Nutten, schon sind hier Statuen mit Möpsen an der Wand. Sicherheitsdings, Bar ist leider geschlossen. Warum ist die Bar geschlossen? Nein! Aber jetzt habe ich Sicherheitscodes. Das heißt, jetzt habe ich... Was ist das? Aufzug? Fahrstuhl oder so? Kann das sein? Geben Sie dem Mann verschlüsselte Sicherheitscodes. Ach so, richtig. Das war diese Verbindung, wo ich nicht hin kann. Ah, so ein Mist. Aber das hält uns nicht davon ab, in diesen Schacht zu kriechen hier.
Slot Machines, bla bla bla. Echt? Ich habe ihr gesagt, dass ich Heiligabend arbeite und dass sie ganz und gar nichts dagegen machen. Aha. Jetzt sind es schon zwei Bewaffnete. Es wird ja immer besser hier. Richtig so. Man darf sie bloß nie die Oberhand gewinnen lassen. Gerät knacken. Knackshorn, Hexhorn. Heim, Kino? Oder? Ne, heimlich. Ach, verdammt. Heimkino hätte ich auch cool gefunden. So. Aber ich glaube, jetzt habe ich mich gerade selbst verraten. Oder? Irgendwie. Von wo kommen die? Was habe ich da aufgemacht? Ach, die Tür. Verdammt. Kann ich ihn geräuschlos ausschalten? Guckt er gerade weg? Ja, guckt er. Aber der andere nicht. Lass mich dich ausschalten, Kollege. Ach, fuck. So was Blödes. So. Ich kann doch. Nein, du kannst gar nichts. Finger weg. Und lasst mich alle in Ruhe hier. So, ich will dich Boden ausschalten. Mann, geht doch. Noch ein anderes Weib? Aber wir haben hier ernste Probleme. Ach komm, Tracy. Du hast den ganzen Kram voller Bilder. Und was ist mit dem Elektrofüßen denn? Sogar mit der Codekarte kriege ich die Tür nicht auf. Aha. Ich muss in das Sicherheitsbüro, um ins Theater zu kommen. Ja, was denn für ein Sicherheitsbüro? Wird mir das wenigstens als Ziel markiert hier? Nein, natürlich nicht. Wo ist das Sicherheitsbüro? Ah, Mann, 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 Mann. Ich werd hier noch verrückt. Ins Theater komme ich nicht. Das heißt, ich muss wieder zurück. Nee, ist ja Quatsch. Da sind überall Stangen vor. Ich komme hier nicht mehr raus. Was ist da los? Mann, Hilfe! Oder wo kam ich hier eigentlich rein? Das war doch irgendwo von oben, oder? Nein. Was ist das? Aha. Aha. So, so. Aha, aha. Guck mal einer an. Das ist sehr schön, dass wir hier so ein Ding gefunden haben. Aber nützt uns leider nichts. Ne? Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Meine Güte. Ach, guck. Ach, guck. Caution Hot Nipples, habe ich gerade gelesen. Scheiße, Hot Pipes. Mann, ey. Hat man vorhin einmal was von Weibern gesagt und dann... Und dann sowas. Los, Fahrstuhl. Fahr mich Theater. Sonst mache ich Theater. Mann doch. Schwester? Oh, jetzt stecke ich in der Scheiße. Ja. Oh, die hat sich echt eine Ohrfeige verdient. Hallo. Überraschung. Ich hoffe, du greifst da nach deinem Lipgloss. Autsch. Ich wusste doch, du bist ein echter Schlappschwanz. Wie bitte? Candy. Komm schon, genug ist genug. Mach auf und lass mich raus. Nein, Maul. Erstmal gucke ich, wer ihr seid. So, Profile. Mandy und Sandy und Candy und Dings. Nee, Tracy. Tracy Buxton, Pinguins Assistentin. Interessant, was macht sie so? Gerissen und zäh, hat eine mittlere Führungsposition inne. Tracy hat sich ihre Stellung in Pinguins Organisation durch ihre knallharte und nüchterne Einstellung erarbeitet. Der Pinguin nutzt sie, um seine Männer bei der Stange zu halten. Okay, ich verstehe. Und wer ist Candy? Richtiger Name unbekannt. Pinguins Assistentin?
genauso, nutzt den Pinguin als Einkommensquelle, oho. Keinerlei Vorstrafen, bevor sie sich dem Pinguin anschloss, möglicherweise rehabilitierbar. Hm. Candy ist auf der Straße aufgewachsen, bla bla bla. Hm. Candys bisherige Straftaten sind allerdings von eher geringem Ausmaß, was sie zu einer perfekten Kandidatin für eine erfolgreiche Rehabilitation macht. Naja. Wenn die Datenbank das sagt. Hm. Wenn Cobblepot das hört, wird er garantiert stinksauer sein. Ja, wird er. Aber das juckt mich nicht. Ich will hier irgendwas. Ach so, ja und? Das sind doch nur Gittermädel, du kannst da durchgucken. Ich dachte immer, Klaustrophobie hat man nur. Das Sicherheitssystem steuert die Türen zum Theater und zu Pinguinsbüro. Ich dachte immer, Klaustrophobie hat man nur in geschlossenen Räumen. Das ist nicht geschlossen da. Ja, halt dein Maul. Niemand nennt mich hier Schlappschwanz. Deal machen. So. Zack. Guck, alles wieder auf. Ja. Geht doch. Klatsch. Sogar den schnellen Weg gewählt. Siehst du, und jetzt können wir ins Theater theoretisch, aber will ich nicht. Erstmal will ich in die Bar. Oder komme ich daher? Komme ich aus der Bar nicht raus? Doch, aus der Bar komme ich. Okay. Also, dann. Ja, ins Theater, oder? Hallo, Söhnchen. Du weißt, dass du hier nicht willkommen bist. Hallo. Hallo. Wer bist du? Oh. Kein konterbarer Angriff. Eieieiei. Ausweichen. Na, la, 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 la. Ich muss ausweichen. Boah, der verfolgt mich ja sogar. Was ist da los? Nein, 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 nein. Nein. Lass mich in Ruhe. Gewehr! Er hat ihn umgeschubst. Den werde ich wahrscheinlich wieder so mit so einem speziellen. Nein, nein. Nein! Ich will doch erst deinen Kollegen ausschalten. Zack, zack. So. Das klappt nicht? Oder? Doch. Ich wollte gerade sagen, muss doch gehen. Ah, Pinguinsvollstrecker. Gut, ich wollte gerade sagen. Ich will ins Theater und ihr werdet mich daran nicht hindern. Mann, ey. Also, zweiter Versuch durch diese Tür und wehe, da kommt jetzt noch irgendwas Dickeres durch. Aber das sehen wir, würde ich sagen, im nächsten Teil, wenn es wieder heißt Let's Play Some Batman Arkham Origins. Bis dahin melde ich mich aus dem Kreis und sage Tschüss, meine Freunde. Und auf Wiedersehen.